Der älteste TV-Gastgeber in der amerikanischen Geschichte, David Letterman, hat bekannt gegeben, dass er in Rente geht. Aber die Fans seiner Show brauchen nicht auf die Barrikaden zu gehen, da der Großvater der Talkshows nicht sofort aufhört. In einer Show gab er bekannt, dass er und sein musikalischer Begleiter Paul Schaefer irgendwann um 2015 herum aufhören wollen. Er scherzte, dann können wir endlich heiraten. 1982 startete Late Night with David Letterman auf NBC, The Late Show with David Letterman 1993 auf CBS. Aber seit 1970 macht er Stand-up. Dem überraschten Publikum sagte er, dass er im nächsten Jahr 67 wird und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Dafür bekam er großen Applaus. Aber die große Frage ist, wer soll ihn ersetzen? Jimmy Fallon ersetzte Jay Leno in diesem Jahr. So viel Veränderung für die großen Jungs im TV.